willkommen zurück, Digimon-Freunde, hier bei Digimon Story Cyber Sleuth. Ja, wir sind in der Shibuya-Verschiebung, mussten im letzten Part gegen einen Chromon kämpfen, jetzt hat sich ein neuer Weg geöffnet, hinter dem sich hoffentlich Magnamon verbirgt, aber zuerst einmal möchte ich hier oben vorbeigucken, denn ich glaube, hier kriegen wir, genau, die Itembox, die wir schon das letzte Mal auf der Karte gesehen haben. Okay. Chromon wird's einfach, ja okay. Chromon bewegt sich gar nicht richtig. Aber macht nichts. Ich habe gerade ein paar Fertigkeiten ausgetauscht. Die haben ja ein paar neue gelernt. Dann wollte ich eben dafür sorgen, dass die auch alle ordentlich aktiviert werden. So, hier. Das reicht leider nicht. Ist nur 1,5 mal effektiv. Na gut. Ich würde sagen, Verigarum und Metal Greymon sind mittlerweile auch wieder, ja, fähige Teammitglieder. Also gerade Verigarum. Ich habe das Gefühl, Metal Greymon ist, zumindest das blaue Metal Greymon, ist relativ schwach. Das ist aber auch nur mein Gefühl. Als wir noch die normalen hatten, also das weiße Verigarum und das normale Metal Greymon, da war es dann so, dass eben Metal Greymon sehr stark war. Aber jetzt ist es andersrum, habe ich das Gefühl. Und jetzt schon wieder neue Fertigkeiten. Kometenhammer 3, physischer Angriff. Okay. Ich will eigentlich das Erdbeben drin lassen. Dann lasse ich das alles mal so. Und hier Meteorsturz 2. Da geht es jetzt weiter, aber unten ging es auch nochmal irgendwo weiter. Ach, es ist alles kompliziert hier. Ja, da ist noch eine Itembox, dann nehme ich die auch noch mit. Weisendisk. Ach, ich hätte immer Speicher ab. Habe ich eins noch im Inventar? Nee, oder? Nee. Ich habe schon so lange keins mehr bekommen. Das wundert mich ein bisschen. Und weil wir auch so eigentlich welche brauchen, jetzt wo wir starke Digimon haben, die viel Platz brauchen. Aber ja. So, wie greife ich denn hier am besten an? Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann, ja, der Atomstrahl hier drauf. Ist auch, glaube ich, ein bisschen viel, aber dann ist es immerhin besiegt. Und dann die Napalmwolke. Ja, ist halt nicht ganz so stark. Autsch. So, jetzt reichen aber normale Angriffe. Gerade wenn jetzt Heilandromon angreift. Und es gibt noch eine Combo. Ja. Mach Gaugamon dürfte eigentlich auch noch das Mega-Level digitieren können. Da unser Speicher aber voll ist, wir sind auf 114 von 115, bringt mir das jetzt nichts, dann verliere ich einfach nur ein Teammitglied. Ich könnte zwar ein anderes dann mitnehmen, aber ich will eigentlich Magaugamon erstmal drin haben. So, und hier hat sich der Weg geöffnet. Hier fuhr gerade noch ein Zug vorbei, jetzt nicht mehr. Ja, und hier teilt sich wieder der Weg, toll. Okay, unten ist nur eine Itembox. Ja, ihr drei schon wieder. Na dann halt, Nanomaschinenbruch. One-hitted auf jeden Fall. Und den werden wir nicht besiegt kriegen. Schade. Aber den hier, oder? Ah, ich hätte Na, egal. Dann greifen die mich jetzt eben zweimal an. Machen ja nicht viel Schaden. Betäubung. Komm schon. So, wieder ein Kampf bestanden. Wieder sehr viele Erfahrungspunkte abgestaubt. Geschickter Patch erhalten. Jo. Unsere Digimon sind schon so
hochgelevelt. Es geht eigentlich ganz schön schnell. Farm-Erweiterungs-Plugin, okay. Speicher wäre mir lieber gewesen, wie gesagt. Und wieder zweimal Megadramon. Ja. Ich kann sowieso nur eins davon besiegen. Das eine wird mich auf jeden Fall angreifen können. Heftiger Sturm. Boah. Ha, Betäubung. Ich kann es nämlich auch. Und Combo-Attacke. Nur eine Zweier-Combo, aber das reicht voll und ganz. Gerade weil High Andromon angegriffen hat. Oh. Unsere Mega-Level-Digimon sind schon auf 54 und 53. Das ist echt viel. Vor allem, wenn wir die auch erst seit, ich weiß nicht, 4-5 Parts auf dem Mega-Level haben. So. Da ging es zum Digilab. Da ist nochmal was, was ich mitnehmen werde. Farmentwicklungskit, okay. Und ich glaube, ich speichere jetzt mal eben kurz ab. Denn da hinten dürfte sich hoffentlich Magnamon befinden. Da ist es. Okay, das wird wohl unser Gegner sein. Was hinter ihm ist, weiß ich nicht. Sieht sehr abstrus aus. Du willst, dass ich dabei helfe, diese Welt zu beschützen? Aktuell kann ich dir leider noch keine Antwort geben. Aber, ganz ehrlich gesagt, bin ich mir noch unschlüssig. Die Zerstörung durch die Verschlinger in unserer Welt wurde von Cyberspace verursacht, den die Menschen erschaffen hatten. Viele Digimon glauben, dass das menschliche Herz den Grund hegt, warum solch scheußliche Wesen entstanden sind. Wenn das stimmt, sind die Menschen eine Bedrohung für alle Welten. Daftmons Vorhaben wäre also gerechtfertigt. Nach meiner Ankunft hier sah ich, wie Digimon von bösen Menschen als Werkzeuge benutzt wurden. Doch dann gibt es auch noch solche wie dich, die alles wieder gut machen wollen. Ich verstehe euch Menschen nicht. Welche Seite entspricht der Menschheit als Ganzem? Ich hatte auch Gefährten. Als die Welten verbunden wurden, habe ich meine kleinen Gefährten hergebracht, um sie vor den Verschlingern zu retten. Leider haben wir uns danach im Chaos verloren. Sie sind noch jung und verletzlich. Böse Menschen könnten sie gefangen haben. Wenn ihnen etwas zugestoßen ist, werde ich es der Menschheit nie verzeihen. Davon mache ich meinen Standpunkt abhängig. Oh Gott. Lokia kommt. Hey, stopp! Einen Moment mal! Warte, warte, warte! Moment! Ich komme gerade noch rechtzeitig. Ich war im Büro. Kyoko hat mich hergeschickt. Du bist Magnamon? Ich habe mich schon ganz schön lange gesucht. Ach ja? Schaut, Leute. Wir haben ihn endlich gefunden. Oh, Lopono Tokomon. Da seid ihr ja. Und es geht euch gut? Magnamon, diese Menschen, Noki und die anderen, haben uns gerettet. Gerettet? Menschen haben das getan? Endlich haben wir dich gefunden. Kyoko ist die Beste. Jetzt wissen wir, wo sich die meisten Royal Knights aufhalten. Jetzt sind wir alle beisammen, stimmt's? Omnimon? Omnimon? Stehst du etwa auf der Seite der Menschen? In der Tat, du musst verstehen, warum, Magnamon. Sie als Gefahren zu sehen und zu vernichten, ist ein Fehler. Aber sind sie nicht für die Verwüstung unserer Welt verantwortlich? Das wissen Noki und die anderen jetzt auch. Sie möchten helfen, das wieder gut zu machen. Die Menschen werden alles dafür geben, sowohl die Menschheit als auch die Digimon zu retten. Daftmon glaubt, dass ihre Vernichtung vielleicht die Rettung aller Digimon darstellt. Ist es jedoch rechtens, diesen Schluss voreilig zu ziehen und die Wesen auszulöschen, mit denen wir uns geeinigt haben? Das sehe ich nicht so. Magnamon, wir lieben Nokia. Wir waren so froh, bei ihr zu sein. Während ich blind war vor Sorge, habt ihr meine Gefährten gerettet. Das wird schon alles, solange man etwas unternimmt. Das hat mich ein Mensch gelehrt. Ein Mensch namens Nokia.
Das reicht jetzt, Omnimon. Ich habe jetzt Klarheit. Auch wenn es Schande über die Royal Knights bringt, so muss ich diese Schuld begleichen, die wir gegenüber den Menschen haben. Nokia, Menschen und Digimon sollen sich zusammenschließen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Danke, Magnamon. Lass dich nicht täuschen. Dynasmon? Hast du mein Kommen nicht bemerkt, Omnimon? Du Narr. Dynasmon. Magnamon, hör nicht auf ihre falschen, süßen Worte. Hast du die Verschlinger vergessen, wie sie sich auf unsere Welt stürzten? Oder die Schreie unserer gefallenen Kameraden? Jegliche Hoffnung auf einen Bund mit den Menschen ging zugrunde, als sie ihren Cyberspace erschaffen haben. Du solltest an unserer Seite kämpfen. Treu dem Willen König Thrasils, wie ein wahrer Royal Knight. Das ist also der Wille König Thrasils, dass ich diesen Kindern etwas antue? Ich verweigere die Treue. Ich kann nicht leugnen, was ich den Rettern meiner Gefährten schulde. Das kann ich nicht nachvollziehen. Warum willst du auf der Seite dieser törichten Menschen stehen? Manche mögen töricht sein, doch nicht alle. Ich setze auf ihren Verstand, denn sie haben meine Gefährten aus ihrer misslichen Lage gerettet. Okay, Kampf gegen Dynasmon. Und Magnamon ist auf unserer Seite. Wieso müssen wir eigentlich kämpfen? Immerhin haben wir, jo, zwei Virus-Digimon, das ist schon mal gut. Vollmondtritt. Ja, es geht schon. Ich sollte nur vielleicht doch Verigarome mit Metallgrimmon austauschen. Heilandromon eigentlich auch. Zumindest Heilandromon. Die beiden lasse ich erstmal. Oh, Magnamon heilt uns. Das ist aber nett. So, jetzt erstmal hier Flamme der Rache. Nur für den Fall, dass wir angegriffen werden. Lindwurmode. Oh Gott. Ja, das kriegt auf jeden Fall. Oh, es hat auch viel Rückstoß bekommen und dann halt noch unser Konter. Das war nicht schlecht. So, jetzt erstmal Giftinfusion. Vielleicht vergiften wir ja. Ach, darauf sollte ich auch nicht. Lebensentzug, das klingt nicht gut. Ach so, es heilt sich damit nur. Kriegt aber trotzdem einen Konter ab. Ich höre mal unsere Geschwindigkeit. Am besten die von Venomiotismon. Das kommt hier nämlich nicht so oft dran. Verteidigungsladung. Verdammt, Virigarum uns besiegt. Das hätte nicht passieren dürfen. Metallgrimmon, ich muss Virigarum austauschen. Eigentlich muss ich auch Metallgrimmon austauschen. Für Metall Seedramon. So, jetzt kämpfen wir mit unseren Mega-Level-Digimon. Und hoffen immer noch auf eine Vergiftung, die es aber nicht gibt. Oh, verdammt, sieht das wie. Was? Und es hält sich auch noch so gut. Okay, Magnamon greift auch mal an. Und das geht daneben, klar. Nochmal Giftinfusion. Und Magnamon kann uns jetzt. Magnadramon kann uns helfen. Unser Digimon heißt Magnadramon, das andere heißt Magnamon. Mit der Aura. Aber es halt nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, Energiefluss. Oh, nicht Magnadramon besiegen. Verdammt. Ich verstehe nicht, wie wir diesen Kampf hier auf einmal verlieren können. Windkralle, okay, dann halt es sich immerhin nicht. So, wenn der Powerfluss jetzt reichen würde, der Energiefluss reichen würde. Ganz knapp nicht. Aber es greift nur an. So, Zerstörung. Das reicht nämlich schon. Hätte auch Chance auf sofort, oder? Aber ich glaube nicht gegen Bosse. Ja, jetzt sind leider Metallgrimmon und Verigarum nicht mehr auf dem gleichen Level.
Schade. Und wir haben Speicher abbekommen. Na endlich. Okay. Du schlägst dich auf die Verliererseite. Das werde ich dir garantiert heimzahlen. Wie du willst, ich habe mich entschieden. Danke, Magnamon. Ach, was bin ich froh, einen Freund zu haben, auf den ich mich so verlassen kann. Das habe ich dir zu verdanken. Du hast mir eine Chance gewährt. Ich werde immer dein Verbündeter sein. Ruf mich, wann immer du mich brauchst. Ach ja, und als Zeichen meines Beistandes gebe ich dir das hier. Harmonischer Wille? Okay. Magnamon von den Royal Knights ist jetzt ein Verbündeter. Das melde ich lieber im Büro. Jo. Verstehe. Magnamon ist also ein Verbündeter. Er ist ein führender Royal Knight. Wir haben einen mächtigen neuen Freund. Wie ich so viel über die Royal Knights weiß? Denk doch mal nach. Ich bin Detektivin. Natürlich habe ich Nachforschungen angestellt. Du willst wiederum wissen, wie? Nun, das bleibt vorerst ein Betriebsgeheimnis. Du bekommst schon noch deine Antwort. Jo. Ich würde sagen, erstmal Speicher abaktivieren. So, 120 Gruppenspeicher ist halt auch nicht viel mehr als vorher. Gibt es neue Aufträge? Nein. Ja, jetzt haben wir noch ungefähr 10, 14 Minuten. Bevor mir der Part zu lang wird. Machen wir noch diese Fall eben. Was? Du bist der Detektiv? Ach, gehst du nicht noch zur Schule? Ist das wirklich in Ordnung? Na, wie dem auch sei. Möchtest du meine Geschichte hören? Es geht um Monster und 7 mysteriöse Rätsel. Also, in meiner Schule gibt es 7 mysteriöse Rätsel. Im Flur ist ein Junge mit 2 Augen, die funkeln. In den Toiletten sind Tränen zu hören. Außerdem habe ich 6 der Rätsel gelöst. Der funkelnde zweijährige Junge war nur ein Bild, vom Ex-Direktor mit Stecknadeln in den Augen. Das Geräusch in der Toilette war ein Wasserhahn. Aber das 7. Rätsel ist echt. Es gibt ein Monster, das nachts in der Schule sein Unwesen treibt. Ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Glaubst du mir nicht? Schau, das habe ich gesehen. Monsterzeichnung erhalten, okay. Das habe ich gezeichnet, nachdem ich das Monster gesehen habe. Was meinst du? Gut, oder? Was ist denn das? Ich kann gar nichts erkennen. Tut mir leid, aber das ist wirklich furchtbar. Jemand hat die Bechergläser im Labor zerstört. Im Musikraum herrschte Chaos und alle sagen, ein Monster sei daran schuld. Ich möchte, dass du mir hilfst, herauszufinden, was das Monster in Wirklichkeit ist. Ich frage die anderen Kinder in der Schule, was sie wissen. Schau dich doch woanders um. Du kannst die Zeichnung gerne mitnehmen. Wo meine Schule ist? In Asakusa. Ach wirklich? Dort beginnst du deine Ermittlung? Wow, du bist ein richtiger Detektiv. Okay, also nach Asakusa. Das ist hier. Wonach suchst du denn? Ach, den Typen habe ich gesehen. Ja, genau da drüben. Moment, ich ging vorbei und... Genau, es war im Zentralkrankenhaus. Ich habe ihn im Eingangsbereich des Zentralkrankenhauses gesehen. Okay, welcher Typ? Nach da hinten kann ich nicht, oder? Ich probiere es immer wieder aus und es geht nicht. Ja gut. Also ein Zentralkrankenhaus. Okay. Ja, Es tut so weh. Sorcerymon? Was tut weh? Keine Bange, bald hört es auf, weh zu tun. Was? Wer bist du? Lass das Mädchen in Ruhe. Das wird nichts. Wenn du mich nur aufhalten willst, kannst du dich gleich vom Acker machen. Nein, kämpfen ist nicht gut. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich habe keine Zeit, mich mit dir abzugeben. Bitte sei so gut und hör auf zu weinen, okay? Keine Kämpfe mehr? Also. Weißt du, das ist kein böses Digimon. Es ist ein gutes Digimon. Ich bin ein Digimon. Ich bin durch ein Portal gekommen, das 2 verschiedene Welten verbindet. Mir ist aufgefallen, dass es für die Pflege der Patienten nicht genug Personal gibt.
Also habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich habe gehört, dass andere Digimon, die zur gleichen Zeit durch das Portal kamen, Menschen angegriffen haben. Nach dem, was du gerade getan hast, brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Das hilft der Patientin auch nicht. Ach, es tut so weh. Du musst noch ein bisschen tapfer sein. Alles wird gut, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Okay, Missverständnis, aber... Das bin ich, das ist Wizardmon. Du verwechselst uns sicher, da die Zeichnung keine Farben hat, aber die Form des Stabs ist anders, siehst du das? Wenn du Wizardmon finden willst, suche in Akihabara. Dort habe ich ihn neulich gesehen. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was auf der Monsterzeichnung drauf ist, also keine Ahnung, aber Wizardmon und Sorcerymon kann man natürlich mal verwechseln. Dein ist Wizardmon. So, da wäre ich wieder. Jetzt gegen Wizardmon. Schauen wir mal. Was will denn ein Mensch von mir? Diese Zeichnung. Es sieht aus, als hätte ein Kind es gemalt. Hast du das in einer Grundschule gefunden, oder was? Wenn das so ist, wird es Zeit, dass du verschwindest. Okay. Oh, verdammt. Wir sind nicht geheilt. Wir machen aber gut Schaden. Das ist trotzdem zu gefährlich. Gewitterwolke. So, Siegesknöchel. Macht nicht viel Schaden. Dann halt Zerstörung. Und Napalmwolke. Reicht alles nicht. Nochmal Siegesknöchel. Jetzt aber. So, Wizardmon ist besiegt. Und keine Level-Ups. Oh. Ich muss auf jeden Fall gleich mal heilen gehen. Na gut, ich habe mich nachts in die Schule geschlichen. Ich hatte vorher noch nie ein Schulgebäude der Menschen gesehen. Ich musste mich einfach umsehen. Naja, das ist wohl kein guter Grund, solch ein Chaos zu hinterlassen. Es tut mir leid. Sag dem Künstler, dass ich keine Schule mehr betreten werde. Es gibt also keinen Grund zur Sorge. Aber wenn ich schuld bin, dass es jetzt diese 7 Rätsel gibt, dann ist das wohl nicht gut. Du schaust so zufrieden. Weißt du, wer hinter dem letzten Rätsel steckte? Sag es mir. Es war tatsächlich ein Digimon? In Ordnung. Dann sind wir uns einig. Der Fall der 7 mysteriösen Rätsel ist gelöst. Was? Dem Digimon hat es nicht gefallen, dass es das Gerücht über die 7 Rätsel in die Welt gesetzt hat? Verstehe. Wenn du das Ganze so hast, werde ich seine wahre Identität geheim halten. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Das bleibt unser Geheimnis, wer wirklich hinter den 7 Rätseln steckt. Jo, dann hole ich mir noch meine Belohnung ab. Und... Ja, ist halt nichts Besonderes, aber... Haben wir das immerhin geschafft. Und Kyoko will uns wahrscheinlich wieder vergiften. Aber dazu wird es nicht kommen. Ja, im nächsten Part werden wir... Ich weiß nicht, welchem Royal Knight wir uns da stellen werden. Kentaurusmon, Ginkumon, Gankumon, meine ich. Oder sogar Examon. Wobei Examon ja vom Militär umstellt wurde. Also lassen wir das vielleicht erstmal. Ja, auf jeden Fall machen wir da weiter. Immerhin Magnamon haben wir jetzt auf unserer Seite. Das ist sicher nicht verkehrt. Immerhin haben wir jetzt Magnamon und Omegamon, Omnimon. Jo, ganz gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ist aber beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, alles Gute.